Jo Leute, was geht ab? Ich habe gerade eine Frage bekommen. Welchen Auspuff braucht man für einen 325i N52? Was würde ich da empfehlen? Und ich mache das jetzt mal so, dass ich die Antwort hier recorde und demjenigen schicke, aber dann auch bei YouTube teilen werde. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Ansonsten checkt mich aus bei Instagram, Marc Monetti. Die Frage ist, N52 325i, welchen Auspuff soll ich nehmen? Sowohl legal als auch illegal. Gibt es verschiedene Varianten zu beachten? Mal kurz die Mucke leise. Und zwar, unauffällig, aber illegal wäre immer noch 325i mit dem BMW Performance Engine Dämpfer. Da ist jetzt die Frage, Handschalter oder nicht Handschalter. Wenn ihr nicht wissen wollt, wie, wo, was, dann checkt auf jeden Fall das Video aus. Ich denke, die Seite ist richtig. Ansonsten unauffällig und legal, illegal wäre der 330i Auspuff. Der bringt minimal, oder der bringt etwas mehr Sound, ist aber halt ein Serienteil, sieht auch Serie aus, bringt aber wie gesagt ein bisschen mehr Sound, aber ist jetzt, wird nicht die Wurst vom Teller ziehen. Alternative wäre natürlich den Performance Engine Dämpfer. Wenn man den gebraucht einen kauft, muss man auf jeden Fall so mit 1.000-1.200 Euro rechnen. Nächster Punkt ist dann auf jeden Fall, kleiner Geheimtipp, Auspuff vom 330 Diesel zu nehmen. Da ist der Mittelschalldämpfer etwas kleiner und deutlich weniger gedämmt, das ganze System. Sieht Serienteil aus, wird aber deutlich mehr Sound geben. Ist aber nicht Plug and Play, muss man auf jeden Fall etwas mehr Anpassung vornehmen. Ist aber durchaus möglich. Ist illegal, wie gesagt, aber eine Möglichkeit, die nicht sofort ausfällt, weil es halt ein Serienteil ist. Weiter geht's natürlich, man kann legal bleiben mit verschiedensten Sachen von Reuter, Friedrich Motorsport, was noch? Eisenmann und was gibt's denn noch? Supersprint und sowas. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, sind aber meistens nie so geil wie der BMW Performance Engine Dämpfer. Also, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man sich jetzt den Performance Engine Dämpfer holt oder nicht. Oder ob man den Aufpreis zahlt, weil ein guter Eisenmann kostet auch um die 700-800, wenn man einen neu kaufen will, sofern man nicht die Race-Variante hat. Die Race-Variante wäre nämlich auch wieder ein illegaler Auspuff und somit dann auch teurer, Richtung 1000 oder sowas. Muss man gucken, ob man dann doch den Performance nimmt. Alternative wäre natürlich nur den Engine-Dämpfer zu bearbeiten oder nur den Mittelschalldämpfer zu bearbeiten oder natürlich alles auf einmal. Das sind so die Varianten, die es einmal gibt. Des Weiteren natürlich auch kann man auch den Cut ändern auf einen 200 Zellen HJS-Cut. Bringt dann ein anderes Klangbild als die Veränderung Mittelschalldämpfer oder Endschalldämpfer, wenn es gut gemacht ist, wird auf jeden Fall ein bisschen mehr blechern, aber wäre dann auch legal, wenn der Rest dann hinterher legal bleibt. So, das sind so die ganzen Variationen, die man hat. Meine persönliche Empfehlung wäre tatsächlich, ach jetzt werde ich jetzt gepackt. Meine persönliche Empfehlung wäre eigentlich ein 325i Performance Engine-Dämpfer. Daran würde ich mich halt orientieren, auch wenn er ein bisschen teurer ist, ist das einfach der beste Klang, den man halt kriegen kann. Gibt es auch immer wieder Gebrauch. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr herausfindet, welchen ihr braucht und welcher wo legal ist, dann checkt einmal das Video aus. Und wenn ihr wissen wollt, ob der passt und so weiter, ebenfalls dieses Video. Also da habe ich schon ganz gut vorgearbeitet, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Alternativ natürlich, wenn der Performance Engine Dämpfer für euch zu teuer ist und ihr Richtung illegal gehen wollt, würde ich vielleicht persönlich den 335 Diesel Auspuff mir kaufen. Gibt es zum Teil auch für um die 100-150 Euro. Mit Mittelschalldämpfer komplett, das heißt so ein bisschen kleinerer Kasten und den 330i Endschalldämpfer dann dazu. Sieht Serie aus, macht aber mehr Sound, ist aber illegal, ist aber nicht so auffällig. Das wäre so eine andere Alternative, wenn ihr das machen wollt, wäre das ein weiterer Gedanke, den man machen könnte. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne, ich schicke das Video jetzt an den jeweiligen, der die Frage mir gestellt hat. Und wenn er noch Fragen hat, dann werde ich die euch auch beantworten. Also haut rein Jungs, peace!